So, also jetzt wurde entscheidender Rennlauf zum zweiten Renntag hier. IBSF Europe Cup in Zweierbob Startklasse Männer oder Herren. Startaufruf für das erste Team für Ryuta Ito und Ryo Shinohara Japan. Und die Bahn ist frei, the track is clear now. So, los geht's für die beiden Japaner, die lagen auf Platz 20 nach dem ersten Lauf und dürfen dann, oder haben das Glück, im zweiten Lauf gleich zu beginnen. Die Startzeit 5:46. Nach IBSF-Reglement starten wir den zweiten Lauf von der Platzierung 20 zu 1. Auf der 1 erfreulicherweise wieder das Team Hafer. Zwischenzeit 1:23:07. So, die zweite Zwischenzeit für ein Ito, 41:72. Er wird ja nun die erste Richtzeit setzen hier im zweiten Lauf. Im ersten Lauf hat er eine 1:00:58 gehabt. Und jetzt im zweiten Lauf ist er etwas schneller, 58:71. Gesamtzeit 1:59:29, total 1:59:29. Startaufruf für das zweite japanische Team für Kosuke Asano und Nakamura Katsu Hirshu oder so ähnlich. Die haben nämlich die Bremser getauscht. In dem Fall, also Japan 2, einfacher, please prepare. Und die Bahn ist frei für Team Kosuke Asano. Japan 2, Japan 2. Und die Bahn ist frei, the track is clear now. Los geht's für Asano, Japan 2, Startzeit 5:66. Das nächste Team dann bitte vorbereiten, das ist Team Ralf Berzins. Davis Kaufmannis, Lettland 1. Zwischenzeit 1 für Japan 2, 23:26. Die hatten ja einen Vorsprung auf ihre Mannschaftskameraden von über 1,5 Sekunde, weil ja die Sportfreund Ito im ersten Lauf auch gestürzt ist und auf der Seite ins Ziel gerutscht. Deshalb ist er auch startberechtigt gewesen zum zweiten Lauf. Zweite Zwischenzeit 41:44. Schöner Slide in die 13, aber der Bob steht noch auf dem Kufen. 15:16, auch mit Problemen. Aber die Laufzeit jetzt für Asano 58:43. Gesamt 1:57:46, total für Asano 1:57:46. So, Startaufruf nun für das Team aus Lettland für Ralf Berzins und Davis Kaufmannis.
So, die Bahn ist frei, der Track ist Kinder von Latvia One. So, los geht's für die beiden Letten. Die waren 18. nach dem ersten Rennlauf. Startzeit 5:35, 5:35. Nächstes Team bitte vorbereiten am Start. Das ist Team Rumänien 1 mit Dorin Alexandru Gigore und Florin Constantin Kumman. Erste Zwischenzeit für Bertins 22:82, 22:82. Dann nun jeder Pop, der hier einer nach dem anderen runterfährt bis zur Führung, immer ein bisschen Vorsprung hatte vor dem Vorhergehen, sollte es ja so sein, dass jeder hier die Bestzeit vom Vorgängerteam schlägt. Bei Bertins eine 40:87 als Zwischenzeit sieht das so aus, jawohl, 1,9 Sekunden Vorsprung auf dem Sportfreund Asano. 18. Platz, naja, für Bertins vielleicht geht es noch ein Stück nach vorn. Werden wir sehen, Zielzeit erstmal 57:02, 57:02. Macht gesamt klar die Führung in 1:54:83, Total für Bertins, Leading Position 1:54:83. Startaufruf für Rumänien 1 für Dorin Alexandru Gigore und Florin Constantin Kumman. So, und die Bahn ist frei, der Track ist clear now. So, los geht's für Bob-Team Gigore. Startzeit 5,52, 5:52. Nächstes Team bitte vorbereiten, das ist Team Russland 3 mit Danila Savelyev und Sergei Sisoyev. Zwischenzeit 1 für Gigore, 23:04, 23:04. Sein Vorsprung aus dem ersten Lauf vor Bertins, der schon im Ziel ist, eine halbe Sekunde. Da hat er ein bisschen eingebüßt, zweite Zwischenzeit 40:95, 40:95, aber sind wir noch 0:46 auf der richtigen Seite der Uhr. Jetzt wird der Vorsprung wieder etwas größer, über eine halbe Sekunde. Also der Kollege Gigore wird seine Position wenigstens halten können aus dem ersten Lauf. Da war er eben auf der 17 gelandet. Laufzeit 56:90, 56:90, neue Bestzeit. Leading Position für Gigore 1:54:17, 1:54:17. Startaufruf nun für Russland 3 für Danila Savelyev und Sergei Sisoyev. So, die Bahn ist frei, der Track ist clear now. Lass es erwarten. Savelyev. So, los geht's für Team Russland 3 mit Danila Savelyev. Startzeit 5:47, 5:47 oder Starchasov Pyat Sorok Siem. Als nächstes bereitet sich gleich das nächste russische Team vor, Team Russland 2 mit Ivan Linutschev und Pavel Buryakov. Erste Zwischenzeit, Savelyev 22:90, 22:90. Seit Vorsprung auf Gigore waren nur 3 Hundertstel, das heißt für Savelyev 56:93 oder schneller. Kreisel, Ausfahrt. In Ordnung, zweite Zwischenzeit 40:76, 40:76. Zweimal die 1 hier am Tableau heißt Laufbestzeit, neue Gesamtbestzeit. Erstmal an der Stelle Vorsprung 0:22. Savelyev ist in Lead off, Gigore von 0.2 Seconds. Es bleibt bei 0:23 und die Endzeit, neue Bestzeit. New Best Time at the Moment, 56:68, 56:68 oder Piatas Chase, Chase ist ja Wossem.
Und damit führen sie erstmal 1,53,92. Leading Position für Savelyev in 153,92. Startaufruf nun für Russland 2 für Ivan Linichev und Pavel Buryakov. Und die Bahn ist frei, Trusses Award now, the track is clear now. Los geht's für Ivan Linichev und Pavel Buryakov, Startzeit 5.41, 5.41 oder Piat Sorok Adin. Nächstes Team bitte vorbereiten, das ist Team Slovakia One mit Radek Matušek und Jakub Fendek. Erste Zwischenzeit, Linichev, 22.73, 22.73. Sein Vorsprung aus dem ersten Lauf auf seinen Mannschaftskameraden Savelyev waren 2 Zehntel. Wie sieht's aus? Vorsprung ausgebaut auf 4 Zehntel, vorm Kreisel. Zwischenzeit 42,54, 40,54, 2x1 heißt Führung an der Stelle in diesem Lauf, Führung in der Gesamtzeit, minus 0,4, also auch er erwischt einen zweiten besseren Lauf, 119,6, das merken wir uns mal so als Geschwindigkeit, halbe Sekunde Vorsprung Linichev. Und im Ziel mit neuen Bestzeit 56,35, 56,35 oder Piatisar Chase, Trizat Piat. Und damit Führung in 1,53,39, Leading Position für Linichev in 153,39. Startaufruf nun für das slowakische Team mit Radek Matušek und Jakub Fendek. So, und die Bahn ist frei, the track is clear now. Matušek, Slovakia. So, gestartet ist Bob-Team Matušek, Slovakia 1. Startzeit 5.43, 5.43. Bitte vorbereiten, Team Frankreich 1 um Thibaut Goudefroy und Alain Allais. Yeah, please, you are the next, France 1. Erste Zwischenzeit, schön aus dem Omega gefahren, 22.88, 22.88, dort noch auf Position 3 an der Stelle, aber gesamt noch 1. Sein Vorsprung auf Linichev nach dem ersten Lauf waren 2 Zehntel. Im Moment ist dabei ein kleines Plus hier. Na, Matušek im unteren Bahnteil immer schneller, wissen wir. Zweite Zwischenzeit, 40.84, 40.84. Der Rückstand wird aber allerdings größer, plus 0.13, also auf der falschen Seite der Uhr für Matušek, 0,19, 0,23, 117, ne, das wird nichts. Also der Kollege Matušek, der wird sich erstmal einreihen müssen. Laufzeit 56,97, 56,97, macht erstmal Platz 2. Current Position 2 in total, 153,81, also 1,53,81 Matušek und damit zweiter hinter Linichev im Moment. So, nächstes Team am Start, Startaufruf für Bob-Team Thibaut Goudefroy, Alain Allais, France 1. Und die Bahn ist frei, der Track ist cleaner für France 1. So, Team Goudefroy gestartet, 5.52, Startzeit 5.52. Bitte vorbereiten, oben am Start das nächste Team dann mit Juk Radjanovic, Filip Nikolic, Serbien. Erste Zwischenzeit Goudefroy, 22.98, 22.98.
So, Kreiselausfahrt. War in Ordnung zur zweiten Zwischenzeit, 40-85, 40-85. Da liegt er zurück, 600, Slav Linutschev, dem doch ein guter zweiter Lauf gelungen ist. Tendenziell wird der Rückstand größer, 116-4, das reicht auch von der Geschwindigkeit her nicht. Auch der Gullefrau muss ich einreihen, erstmal auf der 2. 57-00, 57-0, Gesamt 2-1-53-79, Total 153-79 für Gullefrau, Current Position 2. After Linutschev. Startaufruf nun für Serbien, für Jukra Djenovic und Filip Nikolic. So, die Bahn ist jetzt frei, der Track ist cleaner für Bob Team Radijanovic, Nikolic, Serbien 1. So, gestartet ist Bob Team Radijanovic. Die waren 12. nach dem ersten Lauf, Startzeit jetzt 5:36, 5:36 gegenüber 5:40 im ersten Lauf, also eine Verbesserung. Nächstes Team bitte vorbereiten, das ist Team Russland 1 mit Dimitri Popov und Vladislav Zarovtsev. So, die erste Zwischenzeit für den Radijanovic 22:82, 22:82. Sein Vorsprung aus dem ersten Lauf auf Linutschev, der ja noch führt, waren 2,5 Zehntel. Zweite Zwischenzeit. 40-89, 40-89, auch er fällt zurück. 0-0-9 auf der falschen Seite durch Radijanovic. Und der Rückstand wird größer. 117-8, das reicht nicht. Linutschev hatte da 119. Also auch für Radijanovic heißt es erstmal einreihen. Auf der 2 erstmal. 56-96, 56-96. Im Moment Platz 2 in der Gesamtzeit von 1:53-74. Total after Linutschev Position 2 in 153-74. Radijanovic. Startaufruf nun für das Team Russland. 3, 4, Popov, Zarovtsev. Und die Bahn ist frei, der Track ist cleaner. Trasse Savodna, Team Popov. So, los geht's für Russland 4. Dimitri Popov, Vladislav Zarovtsev, Startzeit 5:40, 5:40 oder Piazorak. So, das nächste Team am Start ist dann Team Jan Vrba mit Jakub Havlin, Tschechien 2. 10. nach dem ersten Lauf bitte vorbereiten. Zwischenzeit 1, Intermediate Time 1, Popov 22:84, 22:84. Sein Vorsprung auf Linutschev, der immer noch führt nach dem ersten Lauf 29 Hundertstel, heißt für den Popov 56:64 oder schneller. Aber das Polster ist schon geschrumpft vor dem Kreisel, jetzt aus dem Kreisel raus, zur zweiten Zwischenzeit 40:76, 40:76. Da ist noch ein Minus, 0:06, also 600stel, jetzt nur noch 4, kann er die Geschwindigkeit mitnehmen. 0:03, 118:06, das reicht vermutlich nicht. Auch Popov wird hinter Linutschev zurückfallen, oder macht er. 56:68, 56:68 oder Pjadesja Ches, Chesesja Dvosjem und damit doch nur noch Zweiter. Position 2 at the moment für Popov. 1:53:43, 1:53:43. Am Ende haben 400stel gefehlt. Linutschev bleibt vorn. Linutschev ist still in lead. Startaufruf nun für das Team Tschechien 2 mit Jan Vrba und Jakub Havlin.
Zone, die Bahn ist frei. The track is clear now for Czech Republic 2. Vruba Havlin. So, los geht's für die beiden Tschechen. Vruba Havlin, gestern waren sie 8er, heute nach dem ersten Lauf 10er. Startzeit 5:36, 5:36. Vorbereitung dann bitte. Das nächste Team ist Team Rumänien 2 mit Mihai Tentea und Nicolae Ciprian Darozzi. Erste Zwischenzeit Vruba 22:74, 22:74. Wir schauen mal, wie der Abstand war zu Linuchev, der immer noch führt nach dem ersten Lauf. 32 Hundertstel, also ist relativ komfortabel, aber wir haben schon gesehen, dass ruckzuck das eine oder andere Hundertstel weg ist hier. Die zweite Zwischenzeit 40:65, 40:65 minus 0:20, also 2 Zehntel hat er noch. Der Vruba auf der richtigen Seite der Uhr, aus der 14 raus, 0:18, 0:17, 119,9. Jetzt sehen wir Führungswechsel. Also sind wir uns sicher, der Vruba wird erstmal in Führung gehen. So ist es, 56:54, 56:54, das ist nur die zweitschnellste Laufzeit. Aber neue Führungsposition jetzt für Vruba, 1:53:26, Leading Position für Jan Vruba. Czech Republic 2 in 153:26. Also jetzt haben wir einen Führungswechsel erlebt. Vruba in Führung und damit ist er sicherer Zehnter. Startaufruf nun für Rumänien 2. Tentea Nicolae. So, die Bahn ist frei, the track is clear now for Romania 2. So, Bob Team Rumänien 2 mit Mihai Tentea ist gestartet mit einer 5:38, 5:38. Bitte vorbereiten das Team aus Österreich, Markus Treichel, Franz Esterhammer. So, Abstand Tentea zu Vruba, 12 Hundertstel nach dem ersten Lauf. Erste Zwischenzeit für Tentea, 22:75, 22:75. So, zur zweiten Zwischenzeit kommt er jetzt, Tentea 40:49, 40:49, zweimal die 1, das heißt schnellste Zeit an der Stelle, schnellste Gesamtzeit, Vorsprung ausgebaut auf 3 Zehntel, Geschwindigkeit 119,5, das passt, also Tentea geht in Führung und behält auf alle Fälle wenigstens den Platz 9. Laufzeit 56:30, 56:30, neue Laufbestzeit und eine neue Gesamtbestzeit für Tentea in 1:52,90, Leading Position for Romania 2 in 152,90. Startaufruf nun für das 8 schnellste Team nach dem ersten Lauf für Markus Treichel und Franz Esterhammer, Team Österreich 1. So, die Bahn ist frei, der Track ist cleaner für Team Österreich, Treichel, Esterhammer. So, die 8 nach dem ersten Lauf sind unterwegs, Treichel Esterhammer, gestern war Treichel 7. Heute gestartet im zweiten Lauf mit 5:39, 5:39. So, bitte vorbereiten dann das erste deutsche Team hier, Team Deutschland 3 mit Pablo Nolti und Florian Bauer. Platz 7 nach dem ersten Lauf hatten die Sportfreunde da erreicht. Zwischenzeit 1 für Treichel, 22:78, 22:78. Treichels Vorsprung auf Tentea nach Lauf 1. 15 Hundertstel. So, zur zweiten Zwischenzeit geht es für Treichel 40:53, 40:53, da steht noch eine 1 in der Gesamtzeit, 12-13 Hundertstel, also Vorsprung behauptet, höhere Geschwindigkeit als Tentea, 0:17, letzte Zwischenzeit auf der richtigen Seite der Uhr, also Treichel geht in Führung. So ist es mit 56:26.
56-26 und einer Gesamtzeit von 1:52.71. Also, Leading Position für Dreischl, Austria 1 in 1:52.71. So, Startaufruf nun für das erste deutsche Team im zweiten Rennlauf. Startaufruf für Pablo Nolte und Florian Bauer. So, und die Startfreigaben wurden erteilt. Bahnfrei für Team Nolte, Team Deutschland 3. So, Bob Team Nolte gestartet. Siebtschnellstes Team nach dem ersten Lauf waren Sie. Startzeit 5:29. So, am Start mit dem Vorbereiten Team Deutschland 2 mit Bennett Buchmüller und Christian Hammers. Nolte und Dreischl trennten nur 200stel nach dem ersten Lauf. Die erste Zwischenzeit für Pablo an der Kurve 5-6, 22-61, 22-61 Vorsprung dort ausgebaut. Der erste Lauf vom Team Nolte, speziell im unteren Bahnteil, war ein bisschen übersichtlich. Vielleicht geht es jetzt noch den einen oder anderen Platz nach vorne, es wäre ja wünschenswert. So, Ausfahrt Kreisel besser als im ersten Lauf, zur zweiten Zwischenzeit 40:39, 40:39. Vorsprung jetzt 0:14, 0:11, also Vorsprung, der schrumpft etwas, 0:08, 118:08. Das wird eine knappe Geschichte hier, 0:04, zwischen Dreischl und Nolte. Wer hat am Ende die Nase vorn? Nolte, gerade so, 56:27, 56:27, eine einzige Hundertstel ist übrig geblieben nach zwei Läufen. Neue Gesamtbestzeit, Nolte, 1:52:70, 1:52:70. Und erstmal Platz 1, Position 1 at the moment, Pablo Nolte. Startaufruf nun für das Team Deutschland 2, Bennett Buchmüller und Christian Hammers. Und die Bahn ist frei, der Track ist clear now. So, die sechsten nach dem ersten Lauf sind unterwegs. Team Buchmüller, Hammers, Team Deutschland 2, Startzeit 5:26, 5:26. Vorsprung Buchmüller auf Nolte nach dem ersten Lauf. 200stel heißt für Buchmüller 56:29 oder schneller, um an Pablo Nolte vorbeizuziehen. Erste Zwischenzeit erstmal 22:58, 22:58. Da hat er ein Minus von 0,05, also 500stel. Sind da an der Stelle die Differenz nach zwei Läufen. So, bitte vorbereiten oben am Start Team Tschechien 1 mit Dominik Dvorak und Jan Sindelau. Zwischenzeit 42:49, 49:009, aber auf der falschen Seite der Uhr von Buchmüller. Also ein Plus, 007, 006, 119. Er ist schneller als Nolte. Kann man verdrängen. Wird eine ganz enge Geschichte. Kann er nicht. Buchmüller 56:37, 56:37 und damit rutscht er zurück auf Platz 3. Position 3 in total 1:52.78, also dritter ist erstmal der Buchmüller mit 1:52.78. Es geht ganz knapp zu hier, 1 Nolte, 2 Dreischl, 3 Buchmüller, der stand erstmal bis hierhin. So, Startaufruf nun für den 5. schnellsten nach dem ersten Lauf, gestrigen zweiten, für Dominik Dvorak und Jan Sindelar. Tschechien 1, Czech Republic 1. Und die Bahn ist frei, der Track ist clear now. So, der 5. nach dem ersten Lauf ist unterwegs. Dominik Dvorak und Jan Sindler, Tschechien 1, Startzeit 5:24, 5:24. In Vorbereitung bitte das Team Russland 1 mit Alexander Bredikin und Gajdukiewicz Rostislav. Die waren viertschnellste nach Lauf 1. Zwischenzeit Dvorak, 22:55, 22:55, 2x1 heißt, er liegt in Führung.
Preisel, Ausfahrt in Ordnung, zweite Zwischenzeit, 40:39 vor die 39, immer noch 1, aber nur noch 0:03, also 3 Hundertstel sind noch übrig, jetzt 0:04 aus der 14, 0:05, 47:88 vor die 7, 88 Geschwindigkeit, 188, Entschuldigung, ähnlich wie Nolte und 1 Hundertstel rettet der Dvorak, 56:29, 56:29. Und damit neue Gesamtführung, 100. vom Nolte in 1:52:69. Total Lead Dvorak, 1:52:69. Also es ist ganz, ganz eng hier. 59:70, 71:78. Die ersten vier Teams nur auseinander in Hundertstel gerechnet. So, viertschnellster Fahrer, Start auf Huhn für Team Russland 1 für Alexander Bredikin und Rostislav Gajtukiewicz. Und die Bahn ist frei. Trasse ist erwartbar. The track is clear now. So, unser Sportfreund aus Russland ist gestartet. Einen guten ersten Lauf erwischt. Da war er Vierter. Startzeit jetzt 5:40, 5:40. Oder Piazzorok. So, bitte vorbereiten an die drittschnellsten nach dem ersten Lauf. Das ist das Team Frankreich 2 mit Romain Heinrich und Bruno Nabry. Das war ein bisschen hucklig, Sportfreund. Bredikin Ausfahrt aus dem Omega. Die Zwischenzeit 22:77, 22:77. Da sehen wir das schon, dass da nur eine 7 steht als Zwischenzeit. Die Startzeit war auch nicht berauschend, aber im ersten Lauf war er sehr, sehr gut gefahren. Im zweiten Lauf gab es oben schon, wie gesagt, die Probleme aus dem Omega. Jetzt aus dem Kreis auch ein bisschen spät. 40:66, 40:66. Auch nur 8 schnellste Durchgangszeit, Gesamt 5. Rückstand 0:27 auf Dvorak. Also der Kollege Bredikin oder Tovarisch Bredikin, der wird sich erstmal müssen einreihen. Der rutscht ein ganzes Stück zurück, ja, so wie es aussieht nach den Zeiten. Genau, erstmal auf die 6. 56:61, 56:61. Oder Berdisas Chestesjad Adin für Bredikin. Und damit ist er 6. erstmal. 1:52:98. Total Position für Bredikin at the moment 6:52:98. Also schlechter zweiter Lauf und schon geht es ein ganzes Stück zurück. So, die drei schnellsten haben wir jetzt oben am Start. Startaufruf für Team Frankreich 2 für Romain Heinrich und Bruno Nabry. So, und die Bahn ist frei. The track is clear now. So, los geht's für unseren sympathischen Franzosen. Hier, Romain Heinrich, zweiter Lauf, Startzeit 5:33, 5:33. Bitte vorbereiten dann das Team Polen 1 mit Mateusz Lüthi und Krzysztof Tulkowski. Romain Heinrich gestern unglücklicher Vierter, obwohl er zweimal gut gefahren war, aber die anderen drei waren eben ein Stück besser. Zwischenzeit 22:66, 22:66. Und es wäre ihm doch zu wünschen, dass er mal auf dem Podest steht. Fahrerisch hat das alle mal drauf, Romain Heinrich. Was muss er denn fahren? 56:43 oder schneller. Sein Vorsprung auf Dvorak nach dem ersten Lauf waren 14 Hundertstel. Zweite Zwischenzeit 40:42, 40:42. Da ist noch ein Zehntel übrig geblieben. Also, das wird eine ganz, ganz enge Geschichte, so wie das aussieht hier. 0:06 noch für Heinrich und die Geschwindigkeit 117. Wir wissen es nicht. Reicht es oder reicht sie? Gerade so, Heinrich, er kriegt eine Medaille heute, 56:41, 56:41 und damit Führung in 1:52:67, 200 hat er gerettet quasi nach zwei Läufen. Also Leading Position for Romain Heinrich in 1:52:67, also heute hat er seine Medaille, wenn er nicht gerade irgendwas am Gerät ist oder so, gehen wir nicht davon aus. Also Heinrich, wie gesagt, jetzt in Führung mit Bruno Nabry. Zweitschnellster Fahrer, bitte Vorbereitung und Startaufruf für Mateusz Lüthi und Krzysztof Tulkowski, Team Poland 1. So, und die Bahn ist frei, the track is clear for Poland 1. Thank you.
So, und die polnischen Sportfreunde sind gestartet. Mateusz Lüdi und Tulkowski Christoph. Startzeit 5:28, 5:28. Da haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt. Die Sportfreunde am Start freuen sich. Im ersten Lauf war es eine 5:35. So, bitte vorbereiten dann das schnellste Team nach dem ersten Lauf wie am gestrigen Tag. Team Deutschland 1 mit Christoph Hafer und Michael Salzer. Zwischenzeit 1, Lüthi, 22:51, 22:51, immer noch Vorsprung. 0:18 auf der richtigen Seite der Uhr, auch resultierend durch den guten Start. Leicht korrigieren müssen vor dem Kreisel, aber alles noch im grünen Bereich, so wie es aussieht. Also seine Zielzeit, die er fahren muss, Lüthi, 56:44 oder schneller. Zweite Zwischenzeit, 40:26, 40:26, war da ein kleiner Haken? Nee, alles in Ordnung. 2 Zehntel Vorsprung, 0:21. 0:23, also wird noch schneller und 119,11. Also Lüdi, der behält auf alle Fälle seinen guten zweiten Platz, weil es kommt ja nur noch einer. Laufzeit, neue Bestzeit 56:12, New Bestime 56:12. Und damit erstmal Gesamtführung für Lüdi in 1:52:35. Leading Position, Lüdi, Poland 1 in 1:52:35. Also starke Leistung, die polnischen Sportfreunde. Einer, wie gesagt, der ist noch oben am Start und deshalb Startaufruf für Team Deutschland 1, Christoph Hafer, Michael Salzer. So, und die Bahn ist freigegeben. Der Track ist clear now für Christoph Hafer, Michael Salzer, Team Deutschland 1. So, Siegerteam von gestern, schnellste aus dem ersten Lauf ist gestartet. Bob-Team Hafer, Startzeit 5:31, 5:31. So, Lüthi im Ziel mit einer starken 56:12, also da hat er unseren Kollegen Hafer schön unter Druck gesetzt, aber wir wissen, Mr. Hafer ist ein erstklassiger Pilot, nervenstark und was noch sonst so alles für Eigenschaften hat, sollte doch sein Rennen hier fahren. Und vielleicht gewinnt er das zweite Mal. Die erste Zwischenzeit 22:61, 22:61. Vorsprung auf Lüdi waren 11 Hundertstel. Die hat er vor dem Kreisel eingebüßt. Da ist ein Plus von 0,05. Also alles noch im grünen Bereich. Wir werden weitersehen, wie es unten aussieht. 40:44, 40:44, 0,07. Auf der falschen Seite, also ein Plus. 0,06. Geschwindigkeit 119,4, 0,05. Allerletzte Zwischenzeit. Immer noch eine 0,05 Plus. Sollte der Lüdi gewinnen heute? Das macht er. Zweiter ist der Hafer heute, 56:26, 56:26 und Gesamt 1, 52:38, Total Position 2 für Christoph Hafer in 1:52:38. Und Sieger heute ist Team Polen 1, der Winner ist today Bob Team Lüdi, Tchaikovsky, Poland 1. Auf der 2, wie gesagt, Bob Team Hafer, Team Deutschland 1, auch starke Leistung. Und Platz 3 für Bob Team France 2 vom Roman Heinrich. 4. Dvorak, 5. Nolti, 6. Dreischel, 7 Buchmüller, 8 Tentea, 9 Bredikin und 10 Rüber. Dies die ersten 10 Teams. Das war wie gesagt das zweite Rennen hier bei den Herren und mit verdienten Siegern und Platzierten. In Kürze dann wie gesagt das zweite Rennen für die Damen. Wir machen noch eine Wartung dazwischen und die Zeit wird mir eingeblendet hier. 12:05 Vorläufer bei den Mädels und dann gleich dahinterher das zweite Rennlauf. Bahn ist mal gesperrt.